Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama. Und wie ihr sicherlich wisst, ging gerade die zweite Staffel von Seven vs. Wild zu Ende. In der zweiten Staffel ging es darum, dass sieben Personen 7 Tage lang auf einer einsamen Insel hier im Golf von Panama ausgesetzt wurden. Und sie mussten dort eben 7 Tage lang überleben. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das noch nachzuholen, da es echt interessant ist, zu sehen, wie diese verschiedenen Charaktere mit der Situation dort auf der Insel klarkommen. Als jemand, der hier in Panama-Stadt lebt, sind mir allerdings ein paar Aussagen in der Serie aufgefallen über Panama, die man so eigentlich nicht stehen lassen kann. Und zu denen will ich was sagen. Und es gibt sicher auch noch ein paar andere Dinge, die ich ergänzen Bevor ich kann. jetzt den ersten Clip abspiele, möchte ich noch mal was dazu sagen, wo sich die Insel, wo das gedreht wurde, überhaupt befindet. Und zwar wurde das gedreht auf der Insel San José, die Teil der Perleninseln sind. Die Perleninseln, das ist ein Archipel im Golf von Panama. Auf Spanisch heißt dieses Archipel Archipiélago de las Perlas. Erreichen kann man das Archipel von Panama Stadt aus. Panama Stadt befindet sich auf dieser Karte im Norden. Und von Amador aus fahren Boote jeden Tag mehrere bis nach Contadora. Also Contadora, das ist die Hauptinsel für den Tourismus auf diesem Archipel. Das Archipel ist halbwegs groß, das ist etwa 50 Kilometer lang und breit. Und die Insel San José ist relativ abgelegen und eine der größeren Inseln dort. Was ich auch noch zu den Perleninseln sagen kann, ist, dass es relativ wenig vermarktet wird. Das heißt, die Touristen, also Backpacker und normale Touristen, die nach Panama kommen, das sind die ersten Anlaufstellen eigentlich Bocas del Toro. Das ist ein Archipel an der Grenze zu Costa Rica. Dann gibt es das San Blas-Archipel in Cunayala, auch auf der Karibikseite. Und auf der Pazifikseite gibt es die Insel Coiba, die besonders für Tauchen interessant ist. Und ja, die Perleninseln stehen eigentlich im Schatten davon. Das heißt aber nicht, dass die Perleninseln unberührt sind. Das heißt, es gibt dort mehrere kleine Siedlungen. Und außerdem sind die Perleninseln auch sehr beliebt bei den Reichen. Das heißt, bei den Reichen aus Panama-Stadt, die da eben schnell mit dem Hubschrauber oder dem Privatflugzeug schnell rüber können oder auch mit ihrer Privatjacht von Panama-Stadt aus. Und es gehen auch Gerüchte um, dass dort große internationale Künstler, die jeder kennt, dass sie dort ihre Privatinsel haben. Den ersten Clip, den ich jetzt zeigen möchte, den habe ich aus dem Making-of von Seven vs. Wild. Und zwar ist das im Flughafen von Albrook. Das ist ein Flughafen, wo hauptsächlich so kleine Privatmaschinen fliegen und Hubschrauber. Und Johannes erzählt da ein bisschen was zu der Organisation. Haben wir die Unterstützung vom Militär, von der Luftwaffe. Die stellen uns zusätzliche Helikopter zur Verfügung und stationieren ein Boot in der Nähe, das durchgehend auf Bereitschaft ist quasi, bedeutet in einem Fall von einem extremen Notfall, wo nicht geflogen werden kann, also zum Beispiel Tropensturm, Hurricane, sonst irgendwas, dann haben wir ein Militärboot vor Ort, das eine Evakuierung nach Panama City durchführen kann. Ja, und in dem kurzen Ausschnitt waren zwei falsche Aussagen. Die erste falsche Aussage war, dass Panama ein Militär hat. Panama hat genauso wie der Nachbar Costa Rica kein Militär. Die Einheit, die die Grenze überwacht, heißt SENAFRONT. Und hier in der Serie wird öfter die Einheit Aeronaval erwähnt. Und die sind zuständig für alles, was mit Gewässern zu tun hat und für Lufteinsätze. Aber es ist kein Militär. Und die zweite falsche Aussage, die vorkam, war, dass Panama Hurricanes hat. In Panama gibt es keine Hurricanes. Was es in Panama gibt, das sind sehr starke Regenfälle oder auch Tropenstürme, wo es auch zu Überschwemmungen kommen kann. Aber insgesamt ist Panama sehr sicher, was so Naturkatastrophen angeht, also zum Beispiel auch Erdbeben, gibt es kaum. Also in Spanien unterscheidet man zwischen Erdbeben, Terremoto, das ist ein starkes Erdbeben, und dann gibt es Temblor. Temblor ist es nur, wenn die Erde so ein bisschen wackelt. Und das habe ich selbst hier schon gemerkt, aber das sind keine ernsthaften Erdbeben. Im zweiten Clip geht es auch um die Organisation.
Einfach nur ein bisschen getalkt, man macht sich bekannt miteinander, weil in Panama und generell in, ich sag mal, Mittelamerika, Südamerika läuft einfach viel darüber, jemanden persönlich zu kennen, einen persönlichen Kontakt zu kriegen. Dann sind die Leute sehr, sehr viel hilfsbereiter, als wenn man einfach sagt, ja, da kommt so eine Produktion aus Deutschland und die machen irgendwie ihr Ding. Das ist schon deutlich besser, wenn man denen mal die Hand geschüttelt hat, denen in die Augen geguckt hat. Dann sind die in der Regel sehr, sehr viel bereiter, sich zu bewegen, Sachen möglich zu machen. Damit hat der Johannes komplett recht. Wenn man mit den Leuten redet, vor allem mit den Richtigen, wenn man Kontakte aufbaut, dann sind plötzlich Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und das habe ich auch schon von Panamenius gehört, ja, dass hier in Panama ist eigentlich alles möglich. Ich habe jetzt noch einen Clip aus dem Making-of, bei dem es darum geht, dass sie verhindern wollten, dass Fischerboote an die Insel kommen, da es eben möglichst einsam sein sollte. Irgendwie ist hier ein höherer Betrieb als normalerweise. Das wird langsam zum Problem. Man kann es den Fischern natürlich nicht übel nehmen. Sie dürfen sich frei bewegen auf dem Gewässer. Und in Panama ist es so, dass Strände auch nicht privat sind. Ja, das ist richtig. In Panama sind alle Strände öffentlich zugänglich, jedenfalls theoretisch. Es kommt immer wieder vor, dass auch auf Stränden etwas gebaut wird und dass zum Beispiel bei Flut es dann nicht möglich ist, über den Strand zu laufen. Aber offiziell ist das nicht möglich. Und das ist auch wichtig, wenn zum Beispiel jemand was in Panama kauft. Da gibt es dann so schöne Objekte, wo was auf den Strand gebaut wurde oder sogar ins Wasser. Und da sollte man wirklich aufpassen. Ja, wir haben ja zwar die ganze Insel angemietet, aber jeder darf an die Strände kommen. Und ja, warum sollten sie das nicht machen, um eine kleine Mittagspause zu machen oder abends zu chillen? Und zwar zu dem Zeitpunkt klar, okay, wir müssen jetzt schnellstmöglich hier eine dauerhafte Lösung finden. Heißt, wir hatten verschiedene Optionen, die es galt dann zu evaluieren, zu gucken, was ist wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel schalten wir jetzt das Militär sofort ein, wo du nicht weißt, was macht das Militär? Startet das Militär dann die Invasion auf die Insel und legt irgendwelche Schützengräben an, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt hier die Insel frei halten. Deswegen haben wir uns nachts zusammengesetzt, um nach einer Lösung zu suchen. Und die sah dann so aus, dass wir mit zwei Booten Patrouille gefahren sind. Ja, das, der Johannes ist da ein bisschen echt dramatisch mit Schützengräben und so weiter vom Militär. Also da wird keiner kommen. Ich meine, die Fremdkörper sind ja sie, also das sind ja nicht die Fischer. Die Fischer gehen ja ihrem ganz normalen Tagesablauf nach und 99,9% aller Leute dort sind total normal. Ich meine, woher sollen die denn wissen, dass da jetzt jemand auf der Insel rumtanzt und da was filmt? Und ja, ich glaube, sie haben dann auch eine Lösung gefunden. Manchmal war es ein bisschen kompliziert. Aber ja, woher sollen das die Einheimischen dann wissen? Sie haben dann auch was erwähnt, dass Sie gehört haben, dass manchmal werden Lösegelder erpresst. Also dass, wenn jemand dort dann filmen will, dass die dann absichtlich zu dem Strand fahren. Aber ja, ich meine, klar kann das mal vorkommen, aber die meisten Leute dort sind ganz normal. Die machen da ihr Zeug und klar, manchen wird das wahrscheinlich auf den Wecker gehen, dass da jetzt jemand da an ihrem Strand ist oder sonst was, aber normal kann man mit den Leuten da ganz normal reden. Ja, dann kommt jetzt die erste Szene aus der Serie selbst. Und zwar ist Knossi hier gerade dabei und holt eine Kokosnuss von der Palme. Jetzt hab ich's. So geht's nämlich. Nur so. Oba, oba, oba. Oh, guck mal. So. Siehst du? Und da kommt die Nuss. Ja, was man hier noch sagen kann, ist, dass es im Deutschen und Spanischen einen Unterschied gibt. Und zwar gibt es, glaube ich, im Deutschen kein passendes Wort für die grüne Kokosnuss. Im Spanischen sagt man dazu Piper. Und wenn man zum Beispiel zu einem Stand geht und man sagt, man will eine Kokosnuss, dann bekommt man die braune Nuss. Der Unterschied ist, dass eine Piper, die grüne Kokosnuss, dass die mehr Wasser hat und wenig Fruchtfleisch. Und wenn die Frucht dann reift, dann sammelt sich in mehr Fruchtfleisch an und das Wasser wird weniger. Und ja, wenn man es eben auf dieses Kokoswasser abgesehen hat, dann muss man sich eine Piper bestellen oder Agua de Piper. Okay, Achtung,
You ready? Ich mach's in eure Richtung. Achtung! Guck, was rauskommt. Look this. Look this. Hast du gesehen? Baby, also. Mach real talk. Wie kann man die Coconut so öffnen, ne? Da brauche ich auch nicht riechen, also ich kann riechen, aber ja, das ist es. Ja, das kann tatsächlich sein, dass so eine Kokosnuss schlecht ist. Wenn man die probiert, dann schmeckt das so ein bisschen fermentiert und man trinkt es dann besser nicht. Genau, und das ist jetzt zum Beispiel so ein Stand, wie man es hier zum Beispiel an der Hauptstraße sehen kann. Da gibt es diese Stände und wenn man eben Kokoswasser trinken will, was ja sehr erfrischend ist, dann hält man eben nicht Ausschau nach Coco oder Agua de Coco, sondern Agua de Pipa oder, wie es hier auf dem Schild steht, Pipa Fria. Das heißt, man bekommt dann eine kalte Pipa, die wird aufgeschlagen mit der Machete und man bekommt einen Strohhalm. Wenn man das dann leer getrunken hat, die Pipa, dann kann man den Verkäufer auch noch fragen, ob er die Kokosnuss oder die Pipa ganz aufschlägt. Und man kann dann das Fruchtfleisch essen, wobei halt die Pipa weniger Fruchtfleisch hat. Ich habe noch einen Geheimtipp. Die größten Pipas hier in Panama kommen aus Chiriquí, das heißt aus der Provinz an der Grenze zu Costa Rica. Und die haben wirklich richtig viel Wasser. Und hier habe ich noch ein Bild, wo man die gereifte Pipa sieht, also wenn es dann ein Coco ist. Dann sind die eben so braun und aus dem Supermarkt kennt man ja die Kokosnuss, dass es einfach nur diese innere Kugel ist und außenrum sind ja noch Fasern. Und diese Fasern, die nennt man auf Spanisch Estopa. Und diese Estopa entfernt man eben mit der Machete und dann hat man innen diese Nuss, wie man sie im Supermarkt findet. Und rechts sieht man eine gereifte Kokosnuss, das heißt, wenn die schon sprießt. Und das sehen wir jetzt im nächsten Clip mit Joris. Okay. Hier haben wir die Kokosnuss, die ich... Und man sieht, dass er hier auf einer Seite schon diesen Estopa, diese Fasern, entfernt hat. Und man sieht auch, dass die Kokosnuss schon gekeimt hat. Am ersten Tag sogar am Strand gefunden habe. Die ist schon gekeimt. In diesem Keimling, den habe ich aus Versehen gerade abgeschlagen, ist ein Palmherz drin. Gut, dieses Palmherz kann ich essen, das heißt, ich muss eigentlich nur die äußerste Blattschicht abtrennen. Ich glaube, im Prinzip ist alles essbar, da geht es nur ein bisschen um die Genießbarkeit. Kürbis. Also schmeckt irgendwie wie Kürbis. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal gegessen irgendwann. Zwar nicht als Keimling, sondern von einer ausgewachsenen Palme. Und das war ein relativ neutraler Geschmack, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hier mit dem Kokosnussfleisch, geil. Und hier haben wir den Kuchen, von dem ich gesprochen habe. Auf Spanisch heißt dieser Kuchen, wie er sagt, heißt das Esponja. Esponja de Coco, das heißt Schwamm, Kokosschwamm. Der ist auch essbar. Dazu mache ich kurz die Machete sauber und dann schneide ich. Dieser Kokosschwamm oder Kuchen, wie Joris das nennt, der bildet sich, wenn die Kokosnuss anfängt zu sprießen. Das heißt, erst ist dort Wasser drin, es bildet sich das Fruchtfleisch. Und irgendwann bildet sich dieser Schwamm, wenn das anfängt zu sprießen. Und dieser Schwamm wächst. Also erst ist der Schwamm klein und wächst dann weiter. Umso kleiner er ist, umso mehr Geschmack hat er. Und es kann auch sein, dass immer noch Wasser drin ist, wenn der Schwamm groß ist. Und dieses Wasser wird immer fettiger, umso größer dieser Schwamm wird. Ich hier mal rein. Ich habe selber noch nie gesehen, dass es überhaupt jemand isst. Wow, das hat so eine Konsistenz wie so ein Gott, wie so ein Schaumstoffkissen oder so. Oh, geil!
Ja, ich habe hier rumgefragt bei den Panamenios und natürlich kennt das hier jeder. Also mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich das so noch nie gesehen hatte. Aber wenn man die Leute fragt, dann kennen die das alles. Also es ist halt gerade so für Kinder, wenn jemand so eine gekeimte Kokosnuss findet, dann freuen sich da alle drüber und essen das. Aber es ist halt wirklich schwierig, diese Kokosnüsse zu finden, weil ja normal werden sie halt verarbeitet, wenn sie jünger sind. Und damit die keimen, müssen die halt ein paar Wochen rumliegen. Das heißt, man findet die dann eher so zufällig. Aber dann freuen sich alle drüber. Ja, es ist innen, das ist so ein bisschen fluffig, aber fest. Und ich würde sagen, der Geschmack ist ähnlich zu so Kokosmakronen. Es ist nicht ganz so süß, es hat nicht ganz so viel Geschmack. Es ist nicht ganz so dicht, nicht ganz so fest. Aber was man als ehesten damit vergleichen kann vom Geschmack her, ist so Kokosmakronen. Geil! Oh. Und das ist hier so ein Kokosschwamm, der komplett aus so einer Kokosnuss raus ist. Oben sieht man noch, wo es gesprießt hat. Im nächsten Clip macht Fritz Bekanntschaft mit den Sandfliegen hier in Panama. Also die bringen mich echt, die bringen mich. Hier, seht ihr das? Ist das ersichtlich, wie viele hier schon wieder auf meiner Hand rumlaufen und alle gleichzeitig stechen? Das ist wie so ein Ameisenhaufen. Diese ganzen schwarzen kleinen Punkte und die krabbeln hier rein und hier drunter und in mein Ohr rein und hier und dahin und in mein Nasenloch und auf die Nasenspitze und hier und dann oben und dann hier hin und in meinen Nacken rein. Und ich habe das Gefühl, dass die durch meinen Bart durchkrauchen. Ja, diese kleinen Fliegen, die heißen Chitras, das sind Sandfliegen und die sind wirklich die Hölle. Also die sind so klein, man kann fast nichts dagegen tun. Die greifen wirklich zu Dutzenden und Hunderten an. Und man kann nicht so schnell schlagen, wie die beißen. Was auch noch passiert ist, dass sich diese Bisse gern entzünden. Das hat man eigentlich in der Serie relativ wenig gesehen. Also ich hatte das schon, dass die sich deutlich stärker entzünden. Und diese Sandfliegen können auch eine Krankheit übertragen, die heißt Leishmaniasis. Leishmaniasis ist wenig bekannt, aber es wird hier in Panama erforscht. Ich mache unten den Link in die Beschreibung rein. Ja, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Chitras und Moskitos, ich würde Moskitos nehmen. Und in Kolumbien oder Venezuela heißen diese Sandfliegen auch Jejen oder Puripuri. In meinem Kinn sitzen und dann herumstechen. Diese Viecher sind so penetrant nervig. Im nächsten Clip sind wir bei Otto, der ein Thema anspricht, das viele beschäftigt hat. Ich habe Fische gesehen, ohne Ende, easy zu fangen. Der ganze Baum hängt voll Kokosnüssen, total einfach zu ernten. Gerade eben hier an den Mangroven, wieder andere große Fische. Da hinten, wenn Ebbe ist, sind da ganz viele Fische drin, sind Schnecken ohne Ende. Also man könnte hier ein Fest mal zubereiten. Ich habe eine Wasserflasche da, eine Glasflasche, mit der ich easy feuern bekomme. Brauche ich noch nicht mal bohren. Ich habe Bambus hier, womit man eine Bambusreibe machen kann, noch einfacher. Und trotzdem mache ich das Ganze nicht. Ich habe mich echt gedacht, Otto, was ist los? Und ich kann euch sagen, was das Thema hier ist. Es ist dieser Müll, der überall rumfliegt. Ich fühle mich gerade so beschämend gegenüber der Natur. Das klingt jetzt total esoterisch, ne, Freunde? Also ich habe einen Jagdschein, seitdem ich 16 bin, Angelschein mit 14 gemacht. Also ich kann ja alles niedermachen, gar kein Problem. Dem Erdboden gleich, genau das, was ihr vielleicht alle erwartet. Aber ich fühle es nicht. Ich fühle es nicht, weil überall Müll rumfliegt. Es ist ein absolutes Paradies hier und wir Menschen haben es versaut. Ja, das Thema Müll ist wirklich ein großes Problem. Und zwar kann ich da noch eine Anekdote erzählen. So vor einem Jahr habe ich ein deutsches Paar hier in einem Einkaufszentrum getroffen. Und ich habe halt gehört, dass sie Deutsch sprechen. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Und die haben erzählt, dass sie seit mehr als 15 Jahren mit der Yacht um die Welt fahren. Und die haben halt erzählt, dass sie das letzte Mal 2005 in Panama waren. Und dass das Problem mit dem Müll war bei weitem nicht so, dass die Strände eigentlich sauber waren und dass sie halt so ein bisschen geschockt sind, wie das jetzt aussieht. Und ich denke, dass das halt sehr viel damit zu tun hat mit dem Aufstieg von China. Das heißt, diese Massenproduktion von billigen Einwegprodukten, das hat halt so zugenommen,
dass diese billigen Produkte bis in den letzten Winkel kommen. Zum Beispiel war ich mit dem Motorrad schon in Javisa. In Javisa, das ist das letzte Dorf an der Panamericana vor dem Urwald Richtung Kolumbien. Und dort gibt es halt so einen kleinen Hafen, wo die Leute auf so Boote umsteigen. Also man sieht die dann halt mit ihren Rollkoffern, wo die Familie besuchen fahren. Und natürlich laden die auch Plastikflaschen und alles mögliche auf diese Boote, weil diese Plastikprodukte und Einwegprodukte, die sind halt billig und unglaublich praktisch. Und so landet das Zeug im abgelegensten Ort. Und was sollen die Leute denn dort mit dem Zeug machen? Das Einzige, was sie machen können, ist es zu verbrennen. Und was ich dort zum Beispiel auch gesehen habe, als ich dort am Ufer gestanden war, ist halt, dass so ein kleines Kind, 5 Jahre oder was, das eine Plastikflasche leer getrunken hat und dann wirft das Kind halt einfach die Plastikflasche dort in den Fluss. Und dann treibt dieses Plastik halt diesen Fluss nach unten, kommt dort an der Hauptstadt von Darien vorbei, La Palma, und landet dann im Golf von Panama. Und auf den Inseln ist die Situation ganz ähnlich. Ich habe einen Kumpel, der ist Kuna, das heißt aus Kunayala, ist Indigener, und der kommt eben von einer Mini-Insel, die vielleicht 200 Meter im Durchmesser ist und etwa kniehoch über dem Meeresspiegel liegt. Und diese Insel wird eben auch regelmäßig überflutet. Und ja, ich habe ihn dort einmal besucht, seine Familie, und wir sind dann dort in ein Restaurant gegangen. Und ja, in dem Restaurant wurde halt zum Beispiel auch Plastikgeschirr ausgegeben. Und ja, dieses Zeug wird mit dem Boot halt auf diese Insel gekarrt. Und weil es halt so bequem ist, wird es benutzt. Und es ist ja auch super billig. Und dann ist halt dieses Einwegbesteck auf so einer Mini-Insel irgendwo in der Karibik. Und ja, dort verbrennen die halt den Müll einmal in der Woche. Aber natürlich wird dann halt alles verbrannt und der Rest landet halt irgendwo. Ja, wie kann man dieses Problem lösen? Ich bin da relativ pessimistisch, weil einfach das Bewusstsein nicht da ist. Und viele in Deutschland, wenn ich mit denen rede, die können sich das einfach nicht vorstellen, dass dieses Bewusstsein überhaupt nicht da ist, weil das in Deutschland so normal ist. Und wenn man so sagt, ja, dann sollen sie es halt einfach in den Abfalleimer werfen, ja, das geht halt komplett am Problem vorbei. Und dieses Bewusstsein aufzubauen, das wird Jahrzehnte dauern. Und ich denke, die realistischste Lösung für dieses Problem ist biologisch abbaubarer Plastik. Weil solange das Zeug so billig ist und so praktisch, wird es auch weiterhin in diesen abgelegenen Gegenden landen. Ja, ich merke gerade, dass das Video schon etwas länger geworden ist, als ich geplant hatte. Falls euch das gefallen hat, lasst einfach einen Kommentar da. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen zweiten Teil. Ich packe noch mehr Informationen unten in die Beschreibung. Wenn ihr noch eine ähnliche Serie sehen wollt wie Sam vs. Wild, dann kann ich euch die Serie von Bear Grylls empfehlen, The Island. Das spielt auf einer Nachbarinsel von San Jose und dort wurde eine Gruppe ausgesetzt. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool, die Serie. Und ja, das ist von mir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.